Erst wenn alle 7500 LED-Birnen brennen, richten sich schnell die Blicke auf das kleine Haus am Rande des Gutsbezirks Fawe. Wir haben ja regen Abendverkehr und Feierabendverkehr. Und wenn man so 16 Uhr und die Dämmerung einschaltet und das Haus brennt oder leuchtet, dann sieht man schon, wer aus Richtung Oldenburg kommt, dass die dann schon mal ein bisschen auf die Bremsen treten bzw. an die Kreuzung fahren, einmal rumdrehen, dann wieder an die Bushaltestelle und dann in Ruhe noch mal gucken, ein Handy rausziehen oder es ist ganz schön. Und wenn jemand klopft, der wird natürlich gerne reingebeten. Denn im Haus gibt es auch so einiges zu bestaunen. Besonderen Wert legt Willi Japp auf Traditionelles. Echtwachskerzen, über 40 Stück brennen hier jeden Abend. Und auf den Tischen stehen Weihnachtspyramiden, alles Erbstücke. Und nicht zu vergessen unterschiedliche Krippen und leuchtende Miniatur-Weihnachtshäuschen. Das ist noch nicht alles. Ja, ich habe also noch 5 Krippen, die ich also selbst also auch gefertigt habe aus Lehm und Zeitungspapier und die Figuren also aus Gips gemacht und angemalt. Und die stehen alle unter dem Weihnachtsbaum. Denn der Weihnachtsbaum ist so ungefähr 2 Meter hoch und sind so ungefähr 150 goldene Kugeln drauf und auch Echtkerzen, also immer 20 Stück. Und eine kleine Lichterkette, dass man ihn auch tagsüber sieht, dass er leuchtet. Alle Lichterketten hat der 69 Jahre alte Hausbesitzer übrigens allein angebracht. Jetzt genießt er die besinnliche Vorweihnachtszeit. Dabei dürfen auch alte Weihnachtsbücher aus der Jugend nicht fehlen. Und nachmittags geht es immer zur selben Stunde zum Zentralschalter. Leuchten tut das täglich immer von 16 Uhr bis 23 Uhr. Früher hatten wir es mal noch morgens für den Werksverkehr, aber das haben wir dann einschlafen lassen. Und brennen tut es bis zum 6. Januar, bis Heilige Drei Könige. Das Fawer Weihnachtshaus, nordischer Lichterglanz mitten auf dem Land, schon seit über 20 Jahren.